Wir stehen jetzt in Halle 27 auf dem Lely-Stand. Im Hintergrund sehen Sie zwei neue Ladewagen der Tigo-Baureihe. Aber mein persönliches Messe-Highlight ist die neue Messerschleifeinrichtung. Im Hintergrund haben wir ein Messerschleifaggregat stehen. Da kann man sich das Ganze mal anschauen, wie das funktioniert. Die Schleifeinrichtung wird mit wenigen Handgriffen auf das Aggregat aufgesetzt. Man muss insgesamt viermal umsetzen, um die ganze Breite eines Aggregats zu schleifen. Geschliffen wird dann hydraulisch. Man steckt einfach die Schleifeinrichtung an den Schleppersteuerkreis an. Man braucht dafür einen Steuerkreis mit einem drucklosen Rücklauf und es wird ca. 40 Liter Öl pro Minute benötigt. Die 10 Schleifsteine bewegen sich dann durch den Hydraulikantrieb hoch und runter. Es sind keine Sensoren verbaut, alles funktioniert mechanisch, denn am Druckoberpunkt schaltet ein Oszillierventil ab und fährt dann die Schleifeinrichtung wieder in die andere Richtung. Der Vorteil dabei ist, dass man zum Beispiel in der Mitte, wo der Verschleiß größer ist, länger schleifen kann und somit die Messer auch nach dem Einsatz übers Schleifen wieder gleich und vereinheitlichen kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Messerschleifeinrichtung nicht nur direkt am Aggregat, sondern auch stationär auf dem Hof benutzen kann. Dazu gibt es einen sogenannten Aufbaubock. Hier kann man dann die Messer einzeln reinlegen. Da funktionieren übrigens auch Messer von Rundballenpressen. Und man kann dann die Messer stationär am Hof schleifen. Für mich ist das Schleifaggregat ein echtes Highlight, weil man nicht seine ganze Fahrzeugflotte mit der teuren Schleiftechnik ausstatten muss. Man kann die Schleiftechnik einmal erwerben und dann flexibel oder auch stationär einsetzen.